wir wollen mal so das Thema vielleicht beginnen, dass wir uns erstmal klar machen, was ist überhaupt Manipulation? Ja. Ja? Das ist ja sozusagen, wir leben in einer Informationsgesellschaft. Ich würde eher sagen, wir leben in einer Desinformations- und Lügengesellschaft. Ja. Das ist immer eine Betrachtungsweise. Wenn man, sag ich mal, inside the box ist noch, dann denkt man, das ist eine Informationsgesellschaft. Wenn man versteht, wie hier gearbeitet wird, weiß man, das ist eigentlich das meiste ist Lüge, Desinformation, ja. Halbwahrheiten. Es dient der Ablenkung. Es lenkt uns vom Wesentlichen ab, nämlich von uns selbst. Ja? Es lässt uns immer im Außen irgendwelche Lösungen und Probleme sehen und suchen. Und Manipulation ist ja nichts anderes, als dass wir quasi mit unserem Bewusstsein in einem mentalen Gefängnis gehalten werden. Das heißt, das Weltbild, was jeder in sich trägt, in der westlichen Welt vor allen Dingen, ist sehr eingeschränkt, sehr eindimensional. Ja, im Sinne rein materialistisch, atheistisch. Und damit erreichen wir, dass letztendlich das Verhalten von Menschen, aber von ganzen Gruppen gesteuert werden kann. Ja? Das heißt, wir erschaffen ein Lügengefängnis, in dem wir uns gedanklich bewegen können, mit falschen Vorstellungen über uns selbst und die Welt herum. Das heißt, wir sind das Endprodukt der Affenevolution, der Mensch ist ein Zufallsprodukt der Evolution, die Zukunft ist nicht vorhersagbar, alles läuft irgendwie auf Chaosbasis, ja, Schicksalsgläubigkeit, wir müssen ständig Studien machen, um irgendwelche Wahrscheinlichkeiten und Vorhersagen zu treffen über die Zukunft, weil es sonst Angst macht, ja, das Leben ist gefährlich und so weiter und so fort. Das ist alles immer tödlich. Tödlich, Survival of the Fittest und all diese Geschichten, also Sozialdarwinismus und so weiter. Das sind alles so gesellschaftliche Glaubenssätze oder man könnte sagen gesellschaftliche Meinungen, die etabliert wurden, ganz bewusst, die wurden etabliert, um uns in eine bestimmte Denkrichtung zu bringen. Ja. Und letztendlich, wenn wir über politische Beeinflussung reden, reden wir immer von Propaganda in dem Zusammenhang, also Verbreitung ideologischen Gedankengutes. Letztendlich die Sichtweise der Bevölkerung in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Ja. Und das müssen wir, wenn man das macht, immer über Generationen hinweg planen. Das heißt zum Beispiel, die Deutschen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg systematisch umerzogen. Systematisch. Ja. Also musst du in den Schulen, Krippen, Kindergärten anfangen. Ja, da muss es anfangen. Da muss die Geschichte sozusagen anders geschrieben vermittelt werden. Was sind die Folgen für diejenigen, die jetzt dieser ständigen Manipulation ausgesetzt sind? Sie vermindern erstens die Handlungsfreiheit. Das heißt, die Auswahlmöglichkeiten wird eigentlich schon vorgegeben. Ihnen ist es aber nicht bewusst, weil sie in dieser Glocke ja groß geworden sind. Und derjenige, um den es jetzt geht, nennen wir es jetzt mal das Opfer dieser Manipulation, verliert damit die Kontrolle eigentlich über sein eigenes Leben. Mhm. Er glaubt zwar, er hat die Kontrolle über sein Leben, das ist ja perfekte Manipulation. Wenn wir selber glauben, wir haben Kontrolle über unser Leben, aber ja, jemand anders kontrolliert es. Wenn wir zwischen 10, 15 verschiedenen Kaffeesorten uns entscheiden müssen, dann haben wir doch Entscheidungsfreiheit. Genau. Ja. Das heißt, solange wir das nicht erkennen, dass wir in einer mentalen Käseglocke gehalten werden, die über Massensystemmedien und so weiter aufrechterhalten werden, durch die Schulbildung und Sozialisierung in diesem Konstrukt, kommen wir aus der Nummer nicht raus. Wir müssen erstmal die unsichtbaren Fesseln und Ketten erstmal erkennen. Das ist der erste Schritt zur Problemlösung. Wenn wir das erkennen, haben wir eigentlich damit auch schon die Lösung für das Problem erkannt. Ja, das ist das Interessante. Wenn du das Problem mal richtig tiefgehend analysierst, findest du da eigentlich auch schon die Achillesferse, wo du den Hebel ansetzen kannst, um das ganze Ding aufzulösen. Das geht. Ja? Aber das ist ein Prozess, den muss erstmal natürlich jeder für sich selber vollziehen. Und dafür ist es auch wichtig zu verstehen, auf was für Ebenen wir manipuliert werden. Aus meiner Sicht gibt es jetzt mal grob gesagt drei Ebenen, wo der Mensch im Grunde diesen Informationswaffen, aber nicht nur Informationswaffen, ausgesetzt ist. Ja, wir haben die Ebene des Denkens, die Ebene des Fühlens und die Ebene des Handelns letztendlich. Also das, was wir dann nachher tun und zu Ergebnissen irgendwie drin kommt. Das heißt, wir werden hauptsächlich über unsere Gedanken manipuliert, im Sinne von Weltbild, also atheistisch, materialistisch, Betonung in der westlichen Welt auf rational, analytisch, Logik. Bloß nicht irgendwas mit Empathie oder mit Emotio oder Intuition, ja, das ist alles verpönt. Ja, genauso arbeiten auch Ideologien und verschiedene Religionen. Die installieren ein ganz bestimmtes Korsett mit Regeln, mit einem Regelwerk, nach dem die Menschen sich zu verhalten haben. Dafür sind die Religionen da. Sie liefern also auch in gewisser Weise, ist jetzt nicht alles negativ, einen Orientierungsrahmen für die Menschen, die in einer Gesellschaft hier inkarnieren, damit sie wissen, was gut ist, was böse ist, was richtig, was falsch ist. Ja, deswegen, man muss es differenzierter sehen. Auf der Ebene der Gefühle werden wir hauptsächlich in der Weise manipuliert durch die Medien, durch die Werbung, durch die Musik und durch die Filmindustrie. Und allen voran, wenn man sich jetzt mal so Filme anguckt, wird fast immer nur auf niedere Emotionen hier abgezielt. Das heißt also, es wird Gier, Neid, Egoismus, Stolz, Wollust gefördert.
der einsame Actionheld, der die ganze Welt rettet. Ja, völliger Blödsinn, aber so wird es uns vermittelt. Da gibt es einen Actionheld, der rettet alle. Auf den müssen wir nur warten, der kommt dann irgendwann. Irgendein Superheld. Ja? Und das brennt sich irgendwo ein. Es wird dann mit entsprechenden Emotionen bzw. Musik und was auch immer untermalt, sodass es sich tief ins Unterbewusstsein einprägt, dass wir diese archetypischen Bilder in uns tragen, wo wir dann immer warten, da kommt dann bald der Held und der rettet uns und dann wird die Welt ganz toll und rosarot und so weiter. Und dann haben wir noch die Ebene auf dem körperlichen Bereich, wo wir manipuliert werden. Also da geht es um Gifte in der Nahrung, in der Umwelt, ja, also speziell aber auch in den Nahrungsmitteln. Gifte sämtlicher Art, das ist ein Riesenthema, da könnte man allein ein ganzes Seminar zu machen. Ja. Es geht mittlerweile auch um das Thema elektromagnetische Felder und Elektrosmog, 5G-Mikrowellenwaffen im Einsatz. Es geht aber auch darum, dass wir in unserer heutigen Gesellschaftsordnung künstlich permanent im Stress gehalten werden. Und gleichzeitig sind wir aber auch eine Sitzgesellschaft. Wir sind Leistungsgesellschaft und wir sind Sitzgesellschaft. Und dadurch erleben wir Stress, dem wir körperlich nicht mehr abreagieren. Weil wir nicht uns bewegen. Weil wir uns zu wenig bewegen. Also spazieren gehen hilft ja schon. Dann. Deswegen ist spazieren gehen eine wunderbare Sache. Immer. So. Und das führt letztendlich dazu, dass der Körper geschwächt wird, ausgezehrt wird, krank wird, vorzeitig altert. Das können wir überall sehen. Ja? Die Menschen sind nicht gesund. Die Volksgesundheit ist auf einem ziemlich niedrigen Niveau. Und letztendlich als Ergebnis von all diesen Manipulationseingriffen sehen wir, dass die Menschen ihre eigene Lebensbestimmung, ihren Lebenssinn verlieren oder nie gefunden haben, dass sie frustriert sind, Angst haben, wütend sind, verzweifelt sind. Ja? Das ist das Resultat dieser Art von Informationskriegsführung gegen die Menschen. Ja. Wir haben kaum glückliche Gesichter. Ja? Viele sind angespannt. Ja? Das hat mir auch erst gerade vor kurzem ein Freund erzählt, der war jetzt längere Zeit in Thailand und kam jetzt hier zurück und meinte, meine Güte, in Deutschland, die sind ja alle hier extrem angespannt. Ja. So. Und da habe ich gesagt, ist so. Ja, aber du siehst ja auch, was hier läuft. Ja, das läuft in Thailand so nicht. Da ist alles ein bisschen lockerer. Klar, anderes Klima, anderes Wetter. Also da würde ich jetzt hier auch noch das Wetter dazu nehmen. Sicherlich. Ne, auf die körperliche Ebene, auch emotionale Ebene. Denn das, was wir jetzt auf jeden in Fall diesem mit Winter rein. Erlebt haben, sozusagen, wir sind jetzt im Februar, wo wir das aufzeichnen, das waren ja Monate von November. Ja? Ja. Also wo man uns die Sonne immer schön grau vorenthalten hat. Ja. Ja. Und das macht ja was mit der Psyche. Das wirkt auch natürlich aufs Gemüt.